Hallihallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Let's Play von Gothic 1. Und, Alter, es sind 7 Monate vergangen, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ich habe so viel vorproduziert von Gothic. Deswegen war das auch alles noch mit dem Bandicam-Schriftzug. Und deswegen war das alles ein bisschen komisch. Und jetzt habe ich nochmal an allem rumgeschraubt, an der Lautstärke und alles. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es besser ist. Und ja, als Special, jetzt ist halt der Bandicam-Schriftzug endlich weg. Das wollte ich schon so lange machen hier für Gothic. Und jetzt im 50. Part, das ist ein guter Part, weil 50 und es war halt alles so im Voraus aufgenommen, dass das jetzt so genial passt. Und ja, jetzt habe ich unglaublich lange nicht mehr gespielt, 7 Monate. Und jetzt weiß ich so ziemlich gar nicht mehr, was ich machen muss. Deswegen gucken wir einfach mal überall nach. Lernpunkte haben wir also keins mehr, Stufe 5. Dann gucken wir mal eben die Mission. Oh mein Gott, ich habe ganz schön viele aktuelle Missionen. Shrikes Hütte, der Söldner Gorn erzählte mir das Shrike. Nicht ohne zu fragen, eine Söldnerhütte genommen hat. Da ich Gorn gefragt habe, wird sich keiner der Söldner einmischen, wenn ich Shrike davon überzeugen kann, sich eine andere Hütte zu suchen. Also ja, das habe ich glaube ich auch schon mal probiert. Löcke am Damm. Der ist einfach zu stark, das weiß ich auch noch. Der Wasserträger für Lefty. Eben kurz durchlesen. Das ist nur jeden Tag für eine Wasserträgerspiel. Lefty darf ich auch noch eigentlich mal verprügeln. Aber der ist ein bisschen stark. Und übrigens, das ist ein Special, der Folge wird heute länger. Schön lange. Ich weiß noch nicht ganz genau wie lange, aber ich denke mal so vielleicht eine halbe Stunde. Das wäre schon nice. Okay, dann Ulberts Lagerschuppen, nachdem ich der Gardist Ulbert hält Wache vor dem Lagerschuppen, der alten Mine. Alte Mine, okay, da bin ich jetzt gar nicht. Aarons Truhe ist auch alte Mine, Aufnahme Sumpflager, Rezepte Sekte, Auftrag Torus, Aufnahme altes Lager, okay. Also ist jetzt nichts, was direkt hier ist. Habe ich schon mit Okül geredet. Okay. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe! So, ich hoffe, dass das jetzt alles mit dem Sound passt. Ist das nicht die Stimme von Diego? Okay. Klang zumindest so. Dann mal gucken, wenn wir hier alles so haben. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts Falsches oder so. Ich weiß so ziemlich überhaupt gar nichts mehr. Deswegen werde ich einfach, muss ich mal wieder umgucken. Konnte man oben eigentlich noch irgendwo lang? Das will ich mal kurz nachgucken. Oder ist das hier schon so ziemlich die oberste Ebene? Okay, mit Alt springt man. Ah, man kann hier eine Leiter hoch. Das Ganze werden wir mal machen. Ja, also ich habe richtig Bock wieder auf Gothic. Die Ich-Bisack-LPs von Gothic 2 haben mich auch ein bisschen dazu angeregt, wieder aufzunehmen. Also es ist jetzt Juli. Und ja, das ist schon ein bisschen was. So, ich hoffe, dass, weil Sprache und SFX... Hey du, was ist los? Hi. Du läufst hier rum, als würdest du etwas suchen. Tatsächlich? Stimmt vielleicht. Wieso? Wunderbar, frag mich. Ich kann dir vielleicht weiterhelfen. Woran hast du dabei gedacht? Was brauchst du denn? Wie wär's mit einem guten Schwert, einer starken Rüstung oder dem Zugang zur Mine? Ach was, das ist doch alles noch viel zu schlapp. Ich hab dir was anzubieten. Da werden dir die Augen übergehen. Ich kann dir eine Waffe besorgen, mit der du jeden Gegner besiegst. Das Einzige, was du tun musst, um sie zu bekommen, ist mir einen kleinen Gefallen zu erweisen. Und sie gehört dir. Was sagst du? Na, wow. Gut, dass ich recht... dass ich nichts gemacht habe seit dem letzten Speicherstand. Also, ich glaube ihm kein Wort. Will ich unbedingt haben. Nee, lass mal. Kein Interesse. Na gut, wie du willst. Du hattest deine Chance. Upsala. Aber ich hab mich verdrückt. Verdammt. Ich hab's mir überlegt. Ich möchte dein Angebot doch annehmen. Dafür ist es jetzt zu spät. Du hattest deine Chance. Ach, ich Spartan hab mich verdrückt. Ranzig, jetzt lade ich nochmal neu. Also, ja, wie gesagt, SFX und Sprache ist leider ein eigener Punkt. Das heißt, es ist ein bisschen lauter und so. Also wir haben nichts Sinnvolles eigentlich gemacht. Deswegen können wir gleich hier die Leiter hochgehen.
Und ja, dann speichern wir dann ab gleich auf dem... Speichere ich jetzt gleich nochmal kurz auf dem LP2-Safe ab, falls irgendwas Gravierendes passiert. So, zack, zack. Ach ja, stimmt, ey. Naja, das sage ich jetzt mal besser nicht. Falls es euch interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ich noch weiß, wenn dieses Video draußen ist, dann ist es was... Hey du, was ist los? Was müsste ich denn dafür tun? Ganz einfach. Bring mir 5 Äpfel, 2 Flaschen Reischnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben und wir kommen ins Geschäft. Glaub mir, du wirst es nicht bereuen. Wie ich schon sagte, wirklich jeden Gegner machst du damit platt. Na gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Sehr schön. Aber beeil dich. Vergiss es nicht. 5 Äpfel, 2 Flaschen Reischnaps, 5 Flaschen Bier, 3 Laibe Brot, 2 Käsestücke und 2 Weintraubenreben, klar? Klar. Komischer Typ. Eine Sekunde, Leute. Wird man hier so gerufen? Das geht ja gar nicht. Okay, also, das ist eine sehr komische Quest. Gucken ins Inventar, was wir überhaupt so dabei haben. Schon wieder eine leichte Bullerhose und Schürferklamotten. Den Schifferklamotten sind wir hier natürlich besser dran. Stimmt, ein paar Zauber haben wir auch schon, was nicht schlecht ist. Ring der Lebenskraft. So, also wir haben hier Bier haben wir, Reisschnaps nicht genug. Äpfel fehlt auch noch einer. Jo, also ich frage mich überhaupt, was das bringt. Bestimmt mache ich hier jetzt irgendwas ganz, ganz Falsches. Also irgendwas, was mir so am Ende gar nichts bringt. Das kann ich mir gut vorstellen. Das Spiel verarscht einen manchmal ganz schön. So, womit öffne ich jetzt nochmal meine Quest? Mit N, genau. Valoris-Waffe, also. 5 Äpfel, da fehlt mir noch 1-2 Flaschen Reisschnaps. Da fehlt mir auch noch einer, soweit ich das gesehen habe. 5 Flaschen Bier, die habe ich. 3 Level Brot, das weiß ich gar nicht. 2 Käsestücke, 2 Weintraubenreben. Was zum Fick ist das? Okay, ja, was es ist, das erklärt sich. Aber ich meine, wo zur Hölle kriegt man sowas her? Und vor allem, der Typ ist hier bei den ganzen Schürfern, also kann ja nicht so Knorke sein. Aber, naja, werden wir dann ja schon herausfinden, ob die Waffe dann überhaupt irgendwas bringt. Oder ob das nur reine Schwätzerei ist. Was natürlich sehr leicht sein kann. Bei den Leuten, die hier rumlaufen, hier im neuen Lager, da weiß man eh nie so genau. Achso, hier kann man runter, gut. Ich habe jetzt keine Lust, die Maus zu benutzen, deswegen mache ich das alles mit den Pfeiltasten, so wie ich es früher auch immer gemacht habe. Ach, die guten alten Zeiten. Muss ich nicht sogar nach unten oder sowas? Ich weiß ja nicht mehr, wo ich rauskomme. Ich habe wirklich echt lange nicht mehr gespielt, Leute, ihr müsst mir verzeihen. Deswegen ist dieser Part auch ein bisschen länger. Damit, ja, sozusagen als Entschädigung. Und was für eine Entschädigung? Ich habe ja immer, die Videos sind ja weiterhin gekommen, aber sozusagen als Entschädigung dafür, dass alle in diesem Ranz-Zeichen noch waren. Swiney, wer war das noch? Wie viel Erz habt ihr schon gesammelt? Die Magier sagen, viel brauchen wir nicht mehr. Geh ins neue Lager und sieh dir den Haufen an. Ach ja, stimmt. Hab dich ganz vergessen. Die wollen ja mit dem Erz Barriere sprengen. Was ist denn für ein Typ in der Ecke? Ach so, hier geht's hoch oder raus? Ich weiß es jetzt gar nicht. Gucken wir uns noch ein bisschen um. Wen haben wir denn hier? Nur noch Söldner. Keine Persönlichkeiten. Oh, hier waren wir doch gerade schon. Oder? Ich meine schon. Oder? Hö, lol. Ich springe das nochmal, ohne dass ich irgendwas mache. Wo geht's denn hier unten noch hin? Ist ja auch irgendwas Besonderes? Ich weiß wirklich gar nichts mehr, Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht. Was machst du hier in der Mine? Das kommt überraschend. Wollte mir nur mal das Camp ansehen. Ich wollte mir nur mal die Mine ansehen. Ich wollte mir nur mal das Camp ansehen. Dann bist du hier wohl falsch. Hier ist der Mineneingang und der ist tabu für dich. Ich wollte mir nur mal die Mine ansehen. Du siehst doch, dass die Mine abgeschlossen ist. Also hier gibt's nichts zu sehen. Kann man da gar nichts machen? Was sollte man da machen können?
Moment mal. Wenn du versuchst, mich zu bestechen, dann bist du hier an der falschen Adresse. Nein, ich wollte niemanden bestechen. Ich dachte nur, ich glaube, ich gehe dann besser. Das ist ein stinknormaler Söldner, also kann ja nicht wichtig sein. So, hier irgendwas, bestimmt, wenn ich rangehe. Was scharwinzelst du hier rum? Ich sag dir eins. Finger weg von der Tür. Ich gehe dann mal. Ich hoffe, wir verstehen uns. Kurz abspeichern und die anderen Sachen fragen, denn ich will nicht, dass ich hier gleich wieder mal sterbe. Ich will mich hier nur mal umsehen. Dann lass deine Finger bei dir, sonst werde ich sie dir abschneiden. Ich will in die Mine. In die Mine? Ich lass hier gar keinen rein, ohne die ausdrückliche Erlaubnis von Okül. Okül? Ist das nicht dieser Typ mit der dicken Axt und der schweren Rüstung? Pass auf, was du sagst. Und wie du von unserem Anführer sprichst. Ich werde dir mal was über Okül erzählen. Er ist der härteste Hund, den wir hier haben. Er ist sogar mal in die Burg des alten Lagers geschlichen und hat den Erzbaronen eine Ladung Erz unterm Hintern weggeklaut. Also ein wenig mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Ich weiß zwar nicht, wo er gerade ist, aber wenn du ihm begegnest, solltest du das immer im Hinterkopf haben. Ach, leere Geschichte. Ich muss weiter. Dann geh mal. Das klingt nicht gerade allzu glaubhaft, was der da redet. Also, in die Burg des alten Lagers, da kommt Okül nicht einfach so rein, auch wenn er Okül ist. Also, ja, da würde ich mal glatt ein bisschen ins Denken kommen, sage ich mal, dass da irgendwie Scheiße geredet wird. Aber, naja, muss man... Ist anscheinend so, hier denkt man so, ja, wir sind neue Lager, sind voll Knofte und so, aber ja, ich weiß es nicht. Was? Ey, das glaube ich jetzt nicht. Was ist... So, ich wurde hier kurz gestört. Also nicht im Sinne von irgendwas Böses, sondern meine Mutter ist reingekommen. Das ist ja was ganz Normales. So. So, jetzt speichern wir mal nicht, dass wir dann nochmal mit ihm reden müssen. Oder dass mir nochmal so ein Missgeschick passiert. Das war ja auch irgendwie lächerlich. Das sah so aus, als ob man direkt auf das Hausdach kommt, da, weil ich wollte nicht so lang weit laufen. So, ich suche hier den Weg zu Okül, der sollte es hier lang gehen. So, vielleicht hat er ja irgendwie was, wieso ich in die Mine kann. Ich sehe mich hier nur mal um. Dann pass bloß auf, dass du hier im Kessel keinen Mist baust. Sonst bist du schneller im Grab, als dir lieb ist. Ich muss weiter. Dann lass mich in Ruhe. Ach so, Okül kann... das war was anderes. Okay, ich habe am Anfang ein bisschen Mist gebaut, weil ich einfach voll auf der Seite des alten Lagers war, aber ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt bleiben will. Aber Diego, er ist Beste. Ach man, es ist auch so lange her, dass ich das Spiel mal gespielt habe. Also zum letzten Mal. Okay, wo geht's hier jetzt lang? Ich weiß es gar nicht so genau. Hier wahrscheinlich. Weil hier ist der Weg. Und ich denke, am Weg geht es zurück. Also da haben wir jetzt so ziemlich alles gemacht. Wir haben noch eine tolle Quest für dieses komische Essenszeug, das sich der Typ da von mir schnorren will, für irgendeine ganz tolle Waffe. Will natürlich, bevor wir das machen, abspeichern. Wenn ich das Zeug zusammen habe. Nicht, dass das nur irgendein Ranztyp ist, der mich über den Tisch ziehen will. Das sah nämlich sehr, sehr, sehr danach aus. So, wir sollten jetzt auch recht bald wieder zurück sein. Im guten neuen Lager. Okay, ob es gut ist. Darüber lässt sich natürlich auch streiten. Ach, das gute alte Gothic. Das ist immer noch eins der besten Spiele überhaupt. Dabei bleibt es definitiv. So, jetzt kommen wir hier schon zu irgendwas, was Holzbootiges. Also sollten wir recht bald da sein. Man hört schon Leute reden. Das ist Naja gut, also es kann schon sein. Lol. Ich frage mich, wer das geredet hat. Vielleicht waren sie die hier ja sogar. Wer war denn hier nochmal? Kurz. Nicht mit schlagen.
Ah, ich kann ja Einhänder Stufe 2 erlernen. Das wäre natürlich auch mal eine Überlegung wert, aber nee. Soweit ich weiß, sind wir sogar schon Meister, Schlossknacker. Ich guck mal kurz in mein Talent. Zeugs, Einhänder ist ausgebildet, 5%, Volltrefferchance 5%, der Rest ist noch ungeübt. Die Diebestalente, genau, 90% Tassendiebstahl, ungeübt. Ach, das ist kacki, genau, Chance des Versagens, das ist nämlich, ja, und Schlösser öffnen habe ich gemeistert, 10%. Genau das war es nämlich, das ist geil, also, das braucht man auch. Ja, und was ich ganz vergessen habe zu sagen, der Lizard ist ja nicht mehr dabei, weil wir haben zum letzten Mal im Dezember aufgenommen. Aber vielleicht ist er irgendwann mal wieder dabei. Und ja, ah, wir speichern mal ab und verprügeln Shrike. Ja, da habe ich jetzt Bock drauf. Mal gucken, ob man mit ihm reden muss und den Kampf verwickeln oder ob man ihn einfach schlägt. Au! Ah, nein, ihr müsst ihn noch anvisieren. Langweiliger Kampf. Schade. Der ist zur Seite gegangen, hatte ich nicht mehr anvisiert und da war der Fehler. Also ich denke, der wird zu schlagen sein, auch wenn wir es letztens mal nicht geschafft haben, aber das wird schon irgendwie gehen. Also warte, wir stellen uns am besten direkt vor ihn und dann... Langweiliger Kampf. Ah, verdammt. Verdammt. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen mit dem Bogen beschießen und dann erst in den Nahkampf gehen, wer weiß. Ha, oder ich... Oh, ich könnte ihn einschlafen lassen und dann aufs Maul gehen. Aber wer weiß, ich probiere es erstmal mit dem Bogen. Auf Shrike. Oh, er hat auch einen Bogen, das ist nicht gut. Wieso kommt er mit dem Bogen direkt vor mich? Trottel, so kann ich ihn besiegen. Das ist geil. Los, Shrike. So, was hat er denn hier alles schön? Ein Reiter... Ohoho, für kostenlos. So, gib das ganze Zeug mal her hier. Oh, schön. Schön, schön, schön. So, einmal kurz abspeichern auf 2. Na, auf, ich mach mal einen dritten, wieso nicht? Nicht, dass hier jetzt irgendwie was ganz Schlimmes passiert und sie mich alle hassen. Hallo? So, ich damit nichts zu tun. Dann rede ich mal mit Shrike. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Ach, Shrike. Leere Drohung. Er sieht doch so aus wie so eine Kackbratze. So, jetzt erstmal. Was ist da oben irgendwas im Regal drin, was man nehmen kann? Nö, sieht nicht so aus. Dann ratzen wir jetzt erstmal eine Runde. Brauchen wir nichts essen oder so. Ach, super. Wir haben uns jetzt auch hier eine schöne Bude geholt. Dann können wir jetzt auch noch aufstehen. So, schön ausgeschlafen. Mal gucken, was wir heute noch so Schönes anstellen. Das speichern wir gleich mal ab. Das kommt sogar auf den ersten Save, denn hier ist ja jetzt nichts Gravierendes passiert. So, wo ist denn Gorn? Mit dem könnte ich kurz reden. Vielleicht sagt er dazu irgendwie was. Wer weiß. Geh zur Seite! Gorn, hör mal doch nur mit dir reden. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Tarloff darauf angesprochen, dass er dem Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Man muss eben bis später. Was man so rum erzählt. Okay, da haben wir auf jeden Fall uns schon mal eine Hütte geholt. Das ist schon mal ein Anfang. Ein Anfang für was auch immer. Auf jeden Fall das mit dem... Kann schon sein. Aber halt's für dich. Man muss ja nicht gleich jeder wissen. So, Blade, wer war das nochmal? Mal ansprechen. Achso, das ist einer von... Ja, das ist... auch einer von denen, die einen Namen haben, aber ne, dann doch ein bisschen was. Ein Wolf war? Ah, bei dem kann ich Bogenstufe 1 erlernen. Das wäre natürlich mal was. 10 Lernpunkte bräuchte ich aber dafür. Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere Rüstungen an Fremde verkaufe. Ah, okay. Tauschen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Hab ich denn noch sowas hier? Ne. Wie komme ich an Felle und Häute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Eider. Er kann dir beibringen, wie du Tieren das Fell abziehst. Redford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Auf dem Weg zum Austauschplatz. War Eider nicht der? Upsala.
War Aidan nicht der, den wir die Truhe ausgeräumt haben und den es einen Scheiß interessiert hat? Ich glaube nämlich schon. So, das Spiel ist ja auch von vor 2002 noch, also einfach nur geil. So, wen haben wir denn hier? Wutsch, das ist einer von den Bösen. So, Wedge. Ich glaube, das war einer von den coolen Leuten. Da können wir auf jeden Fall was beibringen, aber das brauche ich jetzt nicht. 20 Minuten haben wir auch schon, also... Ja, das bockt richtig... Oh, Shrike! Der alte Drecksack. Was machst du denn hier? Am liebsten würde ich den ganzen... Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ich glaube kaum, dass ich daran... Naja, bestimmt will. So. Baal Kagan, was ist mit dem? Nix. Da... Stimmt, da hinten geht es... Zur Dings. Zur Dings, genau, nein. Das ist doch hier die schöne Schenke. Naja, Schenke in Anführungszeichen. Was, die sollten also Schenke schimpfen. Mal gucken, ich speichere mal kurz ab, nicht, dass ich hier irgendwie was verbrochen habe. Shrike und seine Boys oder sowas. Vielleicht mal rausschmeißen. Baal Isidro. Genau, das war so ein Verrückter. Habe ich jetzt eigentlich auch keine Lust, mit jedem Einzelnen nochmal zu reden. Ich kann ja gucken. Ah, die Quests. N. So. Genau. Das war das hier. Ja, alte Mine, das ist nicht hier. Was hat. Genau, Lefty, den so wollte ich auch. Dann sollte ich nochmal irgendwas Maulhorn, Lurker. Den schaffe ich, glaube ich, nicht. Balhorus Waffe. Wie viele Pfeile habe ich eigentlich noch? Das ist jetzt. Das ist. Genau. Tab. Ist das ein Tab? So, mal kurz reingucken, wie viele Pfeile wir haben. Bei dem. Oh, warte mal. Oh, schön! Das macht 25 die Stachelkeule, die wir Lefty abgenommen haben. Mein Schwert macht nur 20, also da haben wir eine tolle neue Waffe. Super, mal gucken. Ich wollte 45 Pfeile. Oh, können wir den Reiterbogen denn? Ja, tatsächlich, den haben wir auch von Lefty. Nicht Lefty. Ah, oh, jetzt laber ich schon. Scheiße, Shrike. Ah, jetzt haben wir seine Ausrüstung und jetzt sind wir besser. Läuft. So, ich speichere mal und versuche nochmal den Lurker. Da habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Homer oder Omer oder wie auch immer man es schimpft, wenn wie will. Hier hinten war irgendwo der Lurker. Das weiß ich noch. Warte, konnte man hier nicht auch irgendwo ratzen? Oder konnte man hier drin nicht ratzen? Ja, tatsächlich. Das kann man. Wem auch immer das gehören mag. Steht da schön verlassen. Komm, lauf! So, ich würde mal sagen, der Lurker ist ja da hinten auf diesem Felsdings. Speichern wir jetzt nochmal ab. Damit wir nicht gleich nicht allzu viel Weg haben, dann Reiterbogen gezückt. Und dann, Lurkerlein, wirst du aus Maul kriegen. Warte, nein, nochmal wegstecken. So, jetzt nochmal abspeichern. Oh, Alter, das wird wieder so richtig schwer, sage ich euch. Ah, von hier treffe ich den nicht. Nochmal näher dran. Komm. Ja, schön, ich treffe. Eins. Nein, nimm doch die... Ah! Oh. Zieh die andere Waffe, Mann. Komm. Sag mal, habe ich ihm überhaupt Schaden gemacht? Ich glaube nämlich irgendwie nicht, sah nicht so aus. Der macht die ganze Zeit bam, 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 dass er Schaden kriegt, aber irgendwie hat es ihm, glaube ich, keinen gemacht. Gucken wir es normal aus und gucken, wir achten da nochmal ein bisschen genauer drauf. Also, der Bogenschüsse machen definitiv Schaden, das sehe ich ja. So, und jetzt Nahkampfwaffe. Ne, die macht gar nichts. Rein gar nichts ist da. Das ist ja dann. Das ist ja natürlich eine Kacke. So geht's dann nicht. Dann schießen wir einfach. Und hoffen, dass da irgendwas rauskommt. So, ich sollte jetzt eigentlich, wo diese Folge hier rauskommt, der 50. Jubiläum, sollte ich gerade aus dem Urlaub irgendwie zurück sein. Also, ja, nichts. Keine, nicht schlecht, ne? So, dann
Eben wir. Ach, von hier treffe ich nicht. Los, gebe ich ihm mal aufs Maul. Wenn er dann. Hallo? Was läuft denn hier? Was treffe ich denn nicht? Ah, geht doch. So, dann weg. Ich hoffe mal, dass er mich nicht allzu weit verfolgt. Kann ich auch irgendwie nach hinten gucken? Ups. Ah, nein! Der böse Lurker. Sieht aus wie so ein Dinosaurier teilweise. Ich habe keine Ahnung, ob er mich noch verfolgt. Ja, tatsächlich. Goddammit. Aber ich glaube, der verfolgt mich nicht für auf ewig. Ne, jetzt hat er abgelassen. Oh. Kann er mich angreifen oder was macht er da? Naja, kackt dann nur so ein bisschen rum auf LP3 mal abspeichern. Aufs Maul, aufs Maul. Jetzt lauf weg! Ah, du Trottel, darfst dich doch nicht treffen lassen! Lässt der schon wieder von mir ab, oder? Naja, macht nur komische Geräusche. Ich glaube, jetzt hat er von mir abgelassen. Ja. Dann laufen wir wieder ein bisschen hin. Warte mal, nee. Wir kippen uns irgendwas, was Leben gibt. Ne, Brot nicht, da brauchen wir noch irgendwie hier. So, zack, gebratenes Fleisch, das ist schön super. So, dann speichern wir mal kurz ab. Ich mache jetzt einfach hier Kampf, Save. So, mit gezücktem Bogen, dem Lurker wieder hinterher. Damit er nicht irgendwie regeneriert oder ähnliches, das wäre nicht von Vorteil. Wo ist er denn hin? Ist er schon, der muss recht schnell sein. Auch in seinem Gehtempo. Also sonst würde man ihn sehen. Oder ich bin irgendwie an ihm vorbeigelaufen. Ne, da ist er. Okay, dann ran und schießen. Lauf, du Arsch! Mann, Mann, Mann. Ich weiß gar nicht, ob meine Pfeile dafür reichen. Aber ich glaube, Pfeile sind auch nicht so teuer, hoffe ich einfach mal. Bist du noch da, du Arsch? Ne, hat von mir abgelassen. So, einmal auf den Kampf-Safe zwischenspeichern. Und schnell irgendwas zu mir nehmen. Mann, der hält zu viel aus, eindeutig. So, jetzt nochmal auf dem Kampf-Safe. Ah, aus dem Inventar raus. Aus dem Inventar raus. Hallo? Ah, okay, geht doch. So. So, hoffentlich wird hier auch noch irgendwas Sinnvolles draus und ich verschieße nicht. Oh, wie viele Pfeile haben wir denn überhaupt noch? 40, okay, doch, das sollte eigentlich reichen. Wie viel Leben hat der Dammlurker denn noch? Ich hoffe mal, der regeneriert hier nichts. Das wäre das Allerfieseste. Ne, sieht nicht so aus. So, zack. Komm, gib ihm. Wieso triffst du denn nicht? Lauf! Au! Ah. Ach du Scheiße, Alter. Das kann dauern, ey. Ich lasse den Part aber noch so lange, bis ich ihn besiegt habe oder es aufgebe. Ach, wieso macht meine Nahkampfwaffe eigentlich keinen Schaden? Das ist lächerlich. Ist er irgendwie immun gegen Nahkampf oder was? Das wäre ja auch so logisch, ey. So, komm, jetzt treff ihn aber auch. Lauf einfach. Lass dich bloß nicht treffen. Oh, gut. Ach. Hoffentlich lässt er bald wieder ab. Ich weiß gar nicht, ob. Ja. Jetzt macht er Geräusche, als ob er von mir ablässt. Ja, dann eben kurz den Kampfspeicherstand beschmutzen. Treffe ich ihn von hier? Ne. Der geht da gleich senkrecht die Wand hoch, oder was? Ach komm schon, jetzt treffe ich den hier nicht. Lächerlich, und der geht senkrecht die Wand hoch. Okay, nicht senkrecht, aber doch schon. In einem komischen Winkel. Komm, Alter! Lauf, bevor er da ist. Oh, gut. Ich bete, dass meine Pfeile reichen. Komm, lass ab von mir. Ja, guter Dammlurker. Kampfspeicherstand. Den könnte ich recht bald schaffen, den Lurker. Nein, lauf! Oh. Guter Mann.
Jetzt haben wir gleich die halbe Stunde, aber den machen wir noch zu Ende. Komm, lass von mir ab. Er macht irgendwelche komische Geräusche, das heißt, er kommt mir nicht weiter hinterher. So, mein Kampf. Nein, das habe ich nicht gesagt, Alter. Mein Kampf. Das meinen wir natürlich nicht. Los, aufs Maul geben. Schieß ihn doch tot. Jetzt dreh um und lauf. So, gut. Ich bete, dass meine Pfeile reichen. Komm, auch irgendwelche komische Geräusche und lass von mir ab. Super. So, Kampf. Speichern. Wie viele Pfeile habe ich noch? 25, das reicht wahrscheinlich. Los. Ich muss jetzt sicher gehen, dass ich ihn noch treffe. Ich muss recht nah dran. Jetzt drehe ich um und lauf. Verdammt, der begibt mir aufs Maul. Ah, nicht töten. Nein, Alter. Lächerlich. Aber den haben wir bald. Den haben wir recht bald. Noch 3-4 Angriffe höchstens. Dann liegt der. Das wird noch in diesem Part alles drin sein. Schaffe ich ihn von hier? Treffe ich? Ne. Ich bin zu schlecht im Schießen, was das angeht. Los, jetzt von hier aber. Ach, komm schon. Ich darf jetzt nicht unnötig Pfeile verschießen, aber ich will ihn natürlich auch treffen. So, jetzt dreh um und lauf. Na, der ist... Ach, gut. Diesmal geschafft wieder. Du hast auch komische Geräusche. Ah! Komm, treff ihn doch. Er war doch noch so nah dran. Komm, das ist lächerlich, dass ich ihn gerade nicht treffe. Wie nah muss ich denn noch dran? So nah oder was? Ja, tatsächlich. Ah, er kommt, er kommt. Oh, Junge. Er ist tot. Wieso habe ich ihn nicht gleich am Anfang hier hingelockt? Ach, komm schon. Klaue des Dumblurkers. Na, passt schon. Ich habe es geschafft, das reicht. Aber ich habe keine EP dafür gekriegt, habe ich recht? Ranzig. Ich speichere es einfach mal auf Kampf ab. Ich denke, ich kriege aber schön XP für die Quest. Das war okay. Einfach als gedacht. Am Ende. So, für Omer sollte ich das, glaube ich, sogar machen. Ich frage ihn mal. Ja, für ihn war das. Und wenn ihr sehen wollt, was dann passiert, wenn ich die Belohnung gebe, dann schaut im nächsten Part wieder rein. Ich speichere eben kurz ab. Auf dem LP-Safe. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 1. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das war das Special. Jetzt auch endlich mit der vollen Bandicam-Version. Ich hoffe, ihr genießt es und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.